Ja. Also, hallo. Schön, dass ihr alle da seid und ich stelle mich mal kurz vor. Mein Name ist Alexander Parawatz. Ich bin vom Würzburger AFA. Der heißt Nerd2Nerd und man erreicht mich irgendwie unter whatsapp.nerd2nerd.org, falls ihr irgendwie Fragen habt oder so. Ich gebe heute ein bisschen einen Talk, beziehungsweise eher eine Übersicht über, sichere ich ein bisschen so ein paar Services ab, sodass die Leute, die auf die Services bei mir zugreifen, möglichst sicher mit mir kommunizieren. Ja, oder halt mit anderen. Das ist so dieser Sinn des Talks. Weil das Problem ist, Services absichern, wer irgendwie jetzt irgendwie groß Hardening oder sowas möchte oder wie man das hier irgendwie querbeet noch absichert über weiß Gott welche Mechanismen, da komme ich in der Stunde nicht durch. Also keine Chance. Deswegen gibt es hier eigentlich nur so eine Übersicht und das ist so meine kleine Introduction sozusagen. So, ungefähr sieht es so aus. Warum mache ich das und wieso und überhaupt und welche Services gehe ich überhaupt ein? Die stehen da. Also komme ich Punkt 2 dazu. Aber warum mache ich das Ganze? Weil es gibt halt irgendwie solche Webseiten. Ja. Ich glaube, das Tool habt ihr schon mal gesehen. Das eine ist SSL Labs und das andere ist irgendwie securityheaders.io. Da gibt es halt solche Webseiten und dann gibt es halt irgendwie solche Webseiten. Und die Frage ist, wie komme ich von solchen Webseiten auf solche? Ja? Und ich selber habe halt ein bisschen Infrastruktur im Einsatz und ich habe natürlich ewig gebraucht, bis ich da die entsprechenden Settings gefunden habe, damit sowas da rauskommt. Also nicht A++, aber A+ ist schon mal ganz gut. Deswegen so die Frage an euch, wer von euch hat irgendwie so generell so irgendwie Infrastruktur bei euch im AFA oder Chaos-Treff oder Club irgendwo rumstehen? Also Webserver wahrscheinlich schon. Ja, okay. Wie sieht es mit eigenem Mail-Server aus? 1, 2, okay. Eigenen Java-Server? 2, okay. Was ist mit einem eigenen IRC? Ah, nicht so, ne? Okay. Jo, also diese Tools sind auch ganz hübsch, securityheaders.io und SSL Labs, aber sie scannen halt irgendwie nur HTTPS. Na, das ist halt irgendwie blöd, wenn man irgendwie andere Services betreibt. Und man möchte mal gucken, wie die so funktionieren und ob da auch dementsprechend die Cipher-List und weil allem passt. Deswegen, fangen wir an. Ja, Services. Also, ich nehme da ein Apache für einen Nginx, ist es ähnlich. Da ist kaum großer Unterschied. Statt Set-Header muss man einfach Add-Header schreiben und dann ist es, der Rest ist das Gleiche. Also, macht keinen Unterschied. Also, die meisten Leute setzen wahrscheinlich Apache oder Nginx ein. Ich bin alt und deswegen setze ich noch ein Apache ein. Und bin halt damit groß geworden, deswegen Apache. Genau, bei Apache, was surft der normalerweise? Der surft in der Regel HTTP und HTTPS. Und man macht ja schon mal erst keine Krypto über HTTP. Das ist ja auch dann nicht vorgesehen. Aber man kann trotzdem schon mal etwas tun, damit, wenn Leute eine HTTP-Verbindung zu einem aufbauen, das ein bisschen sicherer ist. Ja? Und da haben sich Leute nämlich folgende Sachen überlegt. HTTP-Header-Extensions. Das heißt, es sind einfach HTTP-Header, die in den Request mit reinkommen und das sind die da an der Zahl. X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, X-XSS-Protection und X-Content-Type-Options. Und was sie so machen, wollte ich eigentlich jetzt gerade irgendwie drauf eingehen, aber da gibt es später noch einen besseren Talk, habe ich gesehen, im Programm. Der von Eve um 17:30, aber den werde ich nachher nochmal kurz drauf eingehen. Aber deswegen gebe ich jetzt hier noch eine Übersicht, was die Dinger überhaupt machen. Also X-Frame Options, das ist dazu da. Diese HTTP-Header werden von modernen Browsern ausgewertet und triggern da halt irgendwelche Mechanismen, die halt dann irgendwelche Sachen sicherer machen. Ne? Also zum Beispiel X-Frame Options, da versucht halt der Browser dann seine Click-Checking-Attacke-Engine anzuschalten und zu sagen, oh, da will jemand irgendwie was über einen Button legen und du klickst dann drauf und klickst eigentlich auf das, was jemand anders da hingelegt hat, ja, dass du halt irgendwie nicht siehst, weil es drüber liegt und transparent ist und nicht auf den Button drunter eigentlich. Also das ist so Click-Checking, das heißt, man versucht halt irgendwie Klicks irgendwo anders hinzulenken, wo sie eigentlich hin sollen. Und moderne Browser verstehen das in der Regel, was du anklicken willst. Ja, und dann kann man halt eben diese Engine einschalten und das geht halt über diesen extra HTTP-Header. X-Content-Type-Options ist gegen Mime-Type-Sniffing. Das ist vor allem dann interessant, wenn man sowas hat wie, da ist ein,
da ist ein Bild, das heißt test.jpg, ja, und da ist aber JavaScript drin. Die moderneren Browser würden da irgendwie so versuchen, erstmal das Bild zu laden, merken, es ist eigentlich JavaScript, und dann das JavaScript evaluieren. Das ist blöd. Ja, weil kann man machen, aber ist halt nicht so toll. Aber in der Regel kommt dann halt vom HTTP, vom Webserver wird gesagt, das ist ein Bild und das hast du als Bild zu interpretieren. Und wenn es kein Bild ist, dann Pech. Ja? Also da wird halt einfach der MIME-Tag noch mitgeschickt und es wird halt auf den strict MIME-Tag geachtet. Ja? Ja, XXS-Protection, das ist eben sowas ähnliches wie diese Click-Checking-Aktion. Das ist eine eingebaute Routine in den Browsern. So ab, ich glaube, ab Firefox 40 und ab Chrome auch irgendwas um die 40 rum, sollten die eigentlich alle drin sein. Genau wann sie irgendwann mal welches Feature eingebaut haben, weiß ich gerade nicht auswendig. Aber also aktuell auf dem Markt erhältlichen Browser tun das. Ich glaube, der Internet Explorer hat noch mal wie die übliche ein paar Probleme, aber der heißt jetzt nicht mehr so, der ist jetzt irgendwie Edge. Naja, okay. Und dann gibt's noch X-Content-Type-Options. Da kann ich eine Liste angeben von Domains, wo ich Zeugs nachlade. Also seien das Bilder, JavaScript-Objekte, Frames etc. Und die hat's halt auch in sich, deswegen... Ah, sorry, kam noch eine Folie dazwischen. Ich komme erstmal auf die anderen Optionen. Was gibt's denn da so und wie sehen die so aus? Im Apache sieht's halt aus, du setzt einfach Pro-Domain, Subdomain, was auch immer. Also in der Regel ein Virtual Host bei euch, entsprechende Header Always Set einfach mit da rein in die Config. Und da gibt's halt diese Optionen für X-Frame Options. Da gibt's nämlich nur eine, die heißt, da gibt's die Deny Same Origin Allow From und dann halt einen URL. Das heißt, da kannst du halt irgendwelche Frames einbetten. Also entweder Same Origin, das heißt von der eigenen Webseite, Deny, überhaupt keine iFrames von irgendwo und Allow From, naja, du willst vielleicht Google Maps einbinden oder YouTube. Ja, das heißt, du kannst ihm da eine Liste geben an Domains, die erlaubt sind, und alle anderen würde er nicht erlauben, dann der Browser. Er würde sagen, nö, lade ich nicht. Also wenn jemand die Seite dann hijackt und dann halt irgendwas drüber primelt, würde er nicht laden, weil es vorher über ein HTTP-Header schon verboten ist. Ja, genau. Die XSS-Protection, die kann man an- oder ausschalten. Das ist eine super Option. Also Default ist sie nämlich aus. Ja. Also deswegen 1 und da gibt es noch Mode gleich Block. Das heißt, naja, wenn er irgendwie eine XSS-Schwachstelle findet, dann würde er halt den Content da nicht laden. Ja? Also das macht schon Sinn, das auf das zu setzen. Und genau, die X-Content-Type-Option, da gibt es nur eine, die heißt NoSniff. Wenn man die setzt. Ansonsten war es das. Ja, und die letzte da, X-Content-Type-Options, da muss man halt ein bisschen aufpassen. Weil damit kann man sich nämlich selber schnell ins Knie schießen. Dann sieht nämlich auf einmal die Webseite sehr komisch aus. Dann sieht, also ich habe da, als ich da damit rumgespielt habe, habe ich natürlich erstmal was vergessen. Und dann habe ich mich gewundert, warum meine Webseite so aussieht wie Mosaic 1.0. Also, weil halt kein CSS, kein JavaScript, keine Bilder, nichts geladen sind. Nur plain HTML. Also, deswegen, wenn ihr das auch im Produktivsystem macht, testet das vorher. Ja? Das Problem ist, das macht er auch pro URL, ja. Und so sieht's aus. Also, so kann man mal so eine Liste angeben. Header, always set content, bla, bla, bla. Default source. Das ist eigentlich das Wichtigste, weil die anderen sind optional. Also, das nächste wären dann so Script source, Image source, Frame source und so weiter. Kann da eigentlich genau festlegen, wo ich was nachlade. Aber wenn ihr eins nicht setzt, guckt er immer bei Default source nach. Und ihr habt es vielleicht ein bisschen mit JavaScript, da gibt es ja diese Domains. Ne? Also ich meine, ich kann immer von der eigenen Domain Zeugs nachladen, aber von Freunden nicht. Ja, also sollte man jedenfalls nicht. Und deswegen gibt es da Self. Self ist immer die eigene Webseite. Ja, also wenn das jetzt hier www.nerd2nerd.org ist, dann ist es genau die. Und wenn ich halt entsprechende Bilder oder CSS oder Fonts auf Bilder, CSS, Fonts.nerd2nerd.org habe, dann erschlage ich das mit dem Stern. Das ist dann halt eigentlich meine Subdomains. Ja. Das Problem ist, Stern, da war ja dann auch www drin. Das ist aber nicht self. Ich hatte am Anfang natürlich nur Stern dastehen, weil ich gedacht habe, das reicht. Nope. Dann sieht eure Webseite sehr, sehr lustig aus. Ja. Gut, aber wie kann man das debuggen? Weil das Problem ist ja, wenn ihr das jetzt zwar auf der Startseite macht und ihr ladet das mal,
dann bekommt ihr halt eben entsprechend auch nur das, was auf der Startseite zu sehen ist. Ja, aber ich habe zum Beispiel irgendwie 5 Seiten unten drunter irgendwo bei Wegbeschreibung Google Maps eingebunden und habe es vergessen. Und dann klickt einer auf die Wegbeschreibung und dann lädt da nichts mehr. Ne? Das ist halt irgendwie blöd. Dann kein OSM, kein was auch immer, kein Google Maps, kein YouTube, kein Vimeo, was man halt irgendwie so einbindet, ist dann auf einmal weg. Das heißt, man muss wirklich seine Webseiten mal komplett durchgehen und auch schauen, ob nicht irgendwo im letzten Winkel nicht noch irgendwas eingebunden wird, was dann nicht, eventuell nicht funktioniert. Bevor ihr das jetzt allerdings tut, ja, es gibt die gleichen Header nochmal als mit Bindestrich Report Only. Setzt den erst. Was dann nämlich passiert ist, diese Webseite lädt ganz normal, bindet alles ein, aber ihr kriegt auf der entsprechenden Developer-Konsole einen Output, dass er irgendwelches Zeugs nicht lädt. Ja? Also für den Kunden sieht es dann nicht gleich kaputt aus, sondern halt alles in Ordnung, aber der entsprechende Backend-Entwickler oder Frontend-Entwickler kann halt nochmal nachgucken, ob er da irgendwas übersehen hat und es dann dem Admin sagen, der dann das entsprechend in die Config mit reinschreibt. Es gibt auch den Parameter Report-URI. Da kann man dann auch irgendwo eine Adresse hinterlassen, wo er dann so ein JSON hinlegt, was er alles findet. Aber wie schon gesagt, da will ich eigentlich nicht weiter drauf eingehen, weil da gibt es nachher noch einen Talk dazu. Da ist die Folie. Genau, Yves wird das wohl nachher nochmal genauer erklären um 17.30 Uhr, habe ich gesehen, dass er das wohl macht. Genau, also wenn ihr euch für diese ganzen neuen HTTP-Header interessiert, schaut bei Yves vorbei. Genau. So, jetzt kommen wir zu dieser hübschen SSL-Geschichte. Jetzt hat man seine HTTP zumindest schon etwas abgesichert, aber sobald ich irgendwo ein Passwort oder ähnlichem drum und dran was eingeben will, dann möchte ich schon, dass es irgendwie Krypto ist. Ne? Also ich möchte irgendwie Passwörter nicht über ein Plaintext-Formular irgendwie übers Web schreien, das macht man einfach nicht. Geschweige denn in irgendwelchen offenen WLANs und tut man einfach nicht. Das heißt, so Login-Formulare und sobald irgendwas ist, sollte HTTPS sein. Und naja, das letzte Jahr war ja ziemlich spannend, was irgendwie HTTPS und TLS und so weiter angelangt hat. Da ist ja OpenSSL öfters mal kaputt gegangen. Und naja, die entsprechenden anderen Implementationen hatten dann auch ein paar Probleme. Und dann gab es irgendwie auch nochmal neue Forks und allem drum und dran. Und naja, man kennt das, ich glaube, ich brauche euch das nicht erzählen. Hier sind nochmal auch ganz neue Logos, die es so gibt. Weil jede SSL-Lücke hat natürlich jetzt einen coolen Namen, eine Webseite und ein Logo. Das ist, finde ich, cool. Macht Spaß, weil dann kann man nämlich sich immer, ach genau, das war das mit dem Pinguin auf dem Logo. Ah, das stimmt. Die Namen merkt sich doch eh keiner. Okay, aber Beast, Lockchain, Pudel, dann das da war Drown und Heartbleed. Also die gab es ja in den letzten Jahren und dann möchte man trotzdem irgendwas sicher haben. Deswegen möchte man natürlich jetzt irgendwie sein Apache oder was auch immer man da fährt, so absichern, dass halt eben möglichst diese Sachen nicht fährt, wo diese Attacken draufgehen. Ja, das möchte man nicht. Und bevor ich dazu komme, gibt es nämlich noch 2 weitere HTTP-Header, die nur für SSL sind. Die will ich euch nicht vorenthalten. Und zwar einmal Strict Transport Security und einmal Public Key Pins. Das eine ist, naja, wenn ich irgendwie auf eine Webseite gehe, dann lädt er nur Sachen von wo, weiß Gott wonach über HTTPS. Ja, das heißt, auch wenn ich irgendwo in meinem Source drin steht, habe Image Source gleich irgendein Content Distribution Network Build.jpg, dann würde er das nicht laden, wenn es nicht HTTPS ist. Ja, das heißt, der sagt halt im Browser, du lädst alles querbeet nur noch per HTTPS nach. Das finde ich total sinnvoll, das zu setzen. Also, ja, ansonsten hat man sowieso immer diese Mixed-Content-Probleme. Ne? Ihr kommt das Problem, dass dann oben noch so ein Dreieck auf einmal mit einem Ausrufezeichen irgendwie in der Browserbar ist, mit von wegen, du lädst davon, weiß Gott, wo noch irgendwelche Unsecure-Content nach. Ja, und wenn das halt irgendwie wieder irgendjemand ist, der gerade Blödsinn betreibt, dann kann der das alles mitlesen, weil er ja eine Session bei euch hat. Also, blöd. Genau, und Public-Key-Pinning. Also man kann in dem HTTP-Header schon mal den Fingerprint von seinem SSL-Zertifikat mitschicken. Ja. Das heißt, kleinere Man-in-the-Middle-Attacken umgehe ich dadurch, weil sobald ja die Man-in-the-Middle-Attacke, zum Beispiel irgendein Hotel-WLAN oder sowas oder am Flughafen irgendjemand, das habe ich das öfter gesehen, dass es passiert, dann würde er da zumindest sagen, du, das SSL-Zertifikat da, das passt irgendwie nicht, dass da irgendwie zu der Webseite ausgeliefert wird, da in deinem Header steht ein anderer Fingerprint.
Wenn das natürlich jetzt more sophisticated man in the middle ist, schaut er sich den Content natürlich ab und ersetzt den Fingerprint auch. Ja, also bringt nicht viel, aber an manchen Stellen könnte es was bringen. Ja, also je nachdem, ob du halt jemanden da sitzen hast, der nicht so viel Ahnung davon hat, oder ob jemand, der es gleich richtig macht. Wenn jemand, der es gleich richtig macht, in der SSL in dem Mittel, wird sowieso sehr schwierig rauszufinden, ob da wirklich alles koscher ist. Ja, außer man macht halt dann nochmal extern Zertifikat-Pinning oder man benutzt ein Google-Zertifikat und dann sagt dann der Browser von wegen, Also das ist, Chrome macht es ja zumindest, dass er dann nochmal nachguckt, ob das Zertifikat zu google.com auch wirklich google.com ist, weil es noch im Browser steckt und der dann merkt, wenn das auf einmal was anderes ist. Ja, aber es wird dann sehr schwer. Okay, wie sieht er aus? Also dieser Transport Security ist total einfach. Da sagt man einfach, boah, den schalte ich jetzt mal an und meine eigenen Subdomains möchte ich natürlich mit inkluden und Preload ist auch erlaubt. Und irgend so eine Cache-Wert noch. Also ich kann ihn auf 0 setzen, dann das ist irgendwie Blödsinn, weil dann gilt das nämlich genau einmal und dann am nächsten Tag, wenn ich halt den Browser noch offen habe und bei Amazon doch auf Bestellen klicke, dann ist das schon ausgelaufen. Ne? Das heißt, das ist so ein guter Default-Wert. Ich glaube, es sind in Sekunden, glaube ich, der Wert. Das ist schon, okay, dauert ein Stückchen, wie lange die Regel halt gilt. Ja, das ist, glaube ich, auch die Default, was empfohlen wird. Und auch da gibt's halt eben wieder die entsprechende Aufpassen-Regel. Ne? Also da kann man sich auch sehr schnell ins Knie schießen, da lädt die Seite auf einmal gar nicht mehr. Das ist halt, wenn man genau dieses Fingerprinting einschaltet und die Subdomains vergisst. Ja, also wenn dann Subdomain bilder.domain.tld halt auch ein eigenes SSL-Zertifikat hat, wie zum Beispiel bei Let's Encrypt. Ja, da hat man jedem Subdomain ja mittlerweile ein eigenes Zertifikat, weil Stern wird ja nicht erlaubt. Dann muss man natürlich die entsprechenden Fingerprints von den Zertifikaten auch mitladen. Sonst klappt das nicht. Ja, also, aber das ist eigentlich kein Problem, man kann da einfach mehrere Fingerprints damit reinbauen und dann tut das. Wie kriegt man so ein Fingerprint? Das ist ein bisschen aufwendig und zwar ist es da drüber. Also OpenSSL, bla bla bla, das und das und dann wird auch noch ein gutes altes DER-Format verwendet und dann das Ganze in Base64 und dann da einfach damit reingeschrieben. Das ist natürlich jetzt für einen Admin aufwendig. Ne? Ich meine, gut, man kann das skripten, man kann das auch mit einem Cron mit reinschreiben, aber man muss halt jedes Mal seine Webserver-Config dann anpassen, ne? Damit halt der neue Fingerprint mit drin steht. Und dann, ich finde, es macht halt nicht viel Spaß, ehrlich gesagt. Also ich setze es nicht ein, gerade halt eben aus dem Grund von wegen, naja, wenn jemand SSL in dem Mittel macht, kann ich es damit nicht abwehren und ich habe sonst noch einen heiden Konfigurationsaufwand. Das ist auch der Unterschied, weswegen die Website dann halt A+ hat, anstatt A++. Aber ich kann mit A+ leben. Ja. So. Wie sieht es eigentlich aus im Apache? Was muss ich konfigurieren und welche TLS-Cipher und so weiter setze ich denn ein, damit ich da so ein A-Plus-Rating kriege. Okay, erstmal sagt man, benutzt doch mal SSL, klar. Dann sagt man, benutzt doch alle SSL-Protokolle außer V2 und V3. Damit bleibt eigentlich nur noch TLS V1 und 1.2 und so weiter übrig. Und dann soll er eben möglichst die Cipher-Order irgendwie einhalten, das heißt die stärkeren nach vorne und die schwächeren hinten. Und dann soll halt eben, wenn dann ein Client kommt und dann ein Handshake versucht, dann wird ja erst normalerweise die Cipher-Suite ausgetauscht und dann sagt er ja, was kannst du denn überhaupt? Dann kriegst du halt eine Liste und dann, den kann ich auch und der soll halt möglichst weit oben stehen. Na? Dann sollte man ja irgendwie SSL-Compression irgendwie ausschalten, weil das hat irgendwie dazu geführt, dass man ja irgendwie so Timing-Attacken noch laufen lassen konnte, weil man irgendwie gemerkt hat, von wegen, naja, wenn das compressed ist, dann sieht es, da ist ja ein Muster drin und dann kann man da drüber auf den Content schließen. Side-Channel-Attacken ist halt irgendwie blöd. Und mittlerweile sollte man ja auch seine Diffie-Hellman-Parameter neu generieren. Da gab es ja auch einen entsprechenden Talk auf dem Kongress dazu. Wer den gesehen hat, der weiß, dass man das unbedingt tun sollte. Wer es noch nicht getan hat, der sollte das schnellstens tun. Weil da gab es halt auch wieder ein Problem. Die meisten Standard-Implementierungen hatten halt einfach ein vorgefertigtes Diffie-Hellman-Parameter-Set und das ist halt eigentlich schon bekannt. Das heißt, ja, das auch. Also war bekannt und zu klein. Genau. Und man soll mittlerweile möglichst mehr als 1024 Bit verwenden. Hm?
Das war bekannt, ja. Also. Ja, also das waren halt kleine Gruppen, ja. Die halt schon mal das Number-Based ausgeführt wurden. Ja. Und viele Implementationen, die halt irgendwie SSL hatten, die hatten das dann einfach übernommen und dann waren halt überall die gleichen DH-Parameter. Das ist natürlich schlecht. Generiert die neu. Und jetzt kommen wir zu dieser Cipher-List. Ich weiß ja nicht, wie viel Stunden habt ihr da schon mal dran verbracht, eure Cipher-Listen durchzugehen und möglichst optimale Konfigurationen rauszufinden, wo noch alle möglichen Clients auf eurer Webseite connecten, aber die halt mit einem möglichst starken Cipher. Also, okay, 2-3 Leute hatten das schon mal probiert, die sitzen dann so im Publikum. Alle anderen, ich habe es auch etwas länger probiert und das ist die Cipher-List, die ich im Moment verwende. Und die führt halt zu einem A-Plus-Rating und so ziemlich alle Clients connecten auch. Ne? Also, was steht da drin? Okay, meistens Ecliptic Curve, Diffie-Hellman und dann halt irgendwie AES und so weiter. Das ist eigentlich ganz okay. Und da hinten steht halt noch kein MD5 und dies und das. So, das hat eigentlich ganz gut funktioniert und ich weiß nicht, wie lange ich gegoogelt habe, bis ich da so eine sinnvolle Liste hatte. Ja. Es gibt, da komme ich später drauf, eine Empfehlung von bettercrypto.org, was man da als Cipher-List benutzen könnte. Und auf die Unterschiede komme ich dann auch nochmal gleich. Ja. So, also damit hat man sein Apache dann irgendwie auf SSL. Beim Nginx sieht es ähnlich aus, also glaube ich, brauche ich nicht erzählen. So, okay. Jetzt hat man seinen Webserver dicht. Wie sieht es denn aus mit Mail? Wie schon gesagt, ich bin alt und ich setze irgendwie gern Postfix und so weiter ein, deswegen erkläre ich das jetzt auch mal für Postfix. Ja, okay, man sollte halt irgendwie SSL einschalten, klar, ne? Dann sollte man irgendwie halt eben genau diese Cipher-Listen irgendwo angeben und ich glaube, steht auf der nächsten Seite, ja genau da. Und aber da sollte man eben entsprechend auch Protocols angeben, also kein SSL V2, kein SSL V3, keine Compression, eine strong Cipher-List bevorzugen. Und etwas, was total komisch ist, es sind diese zwei Parameter, die da heißen TLS DH512 Param-File und DH1024 Param-File. Weil Postfix macht keinen Unterschied zwischen 1024 und größer. Also da kann auch ein 4096-Bit DH-Parameter-File stehen, das ist ihm egal. Die Postfix-Leute sagten da halt, nicht noch einen neuen Parameter. Und haben einfach alles, was größer als 1024 ist, in die Liste da gekippt. Und eigentlich kann man den 512er auch mittlerweile rausschmeißen. Also es gibt eigentlich nur noch wirklich sehr alte Clients, also Java 6, die halt kein 1024er-Bit-DH-Parameter können. Also kann man mittlerweile auch wegnehmen. Genau, aber dann ist zumindest der Postfix einigermaßen dicht, was halt so auch Kommunikation zwischen den Mail-Servern anbelangt und auch wenn ihr irgendwie drauf zugreift und dann hoffentlich Star-TLS oder TLS generell irgendwie sprecht mit dem Ding. Hier ist halt entsprechend wieder Cipher-Liste und das ist tatsächlich, oh, da ist ein Space zu viel drin, das ist die Cipher-Liste von bettercrypto.org. Ja. Und den gewieften Zuschauer fällt auf, dass da sowas drinsteht wie plus SSL V3. Aber ich dachte, das will ich nicht. Da geht es ja nur um die Cipher-Liste. Und zwar TLS und SSL V3 haben ein gleiches Subset an Cipher-Listen. Da sind zum Beispiel diese ganzen AES und RSA-Ciphers drin. Und damit ich dieses Subset aktiviere, muss ich da plus SSL V3 ersetzen, aber oben beim Protokoll-Support SSL V3 abschalten. Okay? Alles klar? Also, da geht es nur um die Cipher-Liste und nicht um das Protokoll selbst. Ja? Es gibt keine plus TLS V1, also das wäre eigentlich das nächste Sinnvollste, dass man das halt sowas macht, aber das gibt's nicht. Genau. Genau, was kann man bei seinem Postfix noch tun? Na klar, man kann irgendwie Dane noch aktivieren, was man auch irgendwie machen sollte. Und natürlich ganz viele andere Services, die irgendwie noch auf DNS zum Verifizieren zurückgreifen. Ne? Also das Dane halte ich persönlich für sinnvoll, aber Dane hat halt den großen Nachteil, dass man da auch irgendwie gleich ein ordentliches DNS-Sec braucht und das ist halt immer noch ein bisschen schwierig.
Also eigentlich sollte jeder mittlerweile DNSSEC fahren, aber ein paar Provider in Deutschland bieten DNSSEC noch gar nicht an. Was? Gut. Deswegen funktioniert das halt immer noch nicht so ganz, und solange man halt da keine komplett durchsignierte Chain hat, wo man alles nachverfolgen kann, macht Dane halt wenig Sinn. Auch, ne? Weil kann ich hier trotzdem als jemand anders ausgeben. Dann möchte man natürlich irgendwie noch, dass die Leute sich irgendwie authentifizieren bei einem und nicht einfach irgendwie die Mails so reinkippen, sondern dann halt irgendwie einen Username und Passwort machen, und das möglichst irgendwie auch so, dass sie nicht das Plain Passwort benutzen, sondern halt irgendein MD5, was auch immer, irgendwas Passwort Hash schicken und nicht das Passwort selbst. Und das kann man irgendwie auch machen. Und dann kann man natürlich noch DKIM und SPF einschalten, wer das irgendwie braucht. Kann man machen, aber leider, also die beiden Optionen wurden auch eingeführt, damit man irgendwie das Spam auch ein bisschen so unter die Kontrolle kriegt, aber das hat nicht viel geholfen, weil wenn halt so ein Mail-Server halt mal gekapert wird, dann schickt halt auch ein signierter Mail-Server Spam. Also es nützt halt nichts, also in der Hinsicht. Ja, ich meine, generell ist es gut, damit man halt weiß, von wegen, okay, es kommt tatsächlich von dem Mail-Server und der ist dafür auch verantwortlich und das passt auch. Die Idee dahinter ist gut, aber es nutzt halt nichts, wenn dann der Mail-Server halt trotzdem irgendwie gekapert wird oder auf der Kiste von der Domain halt irgendwie noch was ist, was spammt, dann kriegt man halt signierte Spam. Ja. Gut. Dovecut. Das ist das, was wir so als IMAP einsetzen. Finde ich eigentlich ganz gut. Ich mag ihn. Kann viel und tut einfach. Ich glaube, mittlerweile in SUSE ist mittlerweile von Cyrus auf Dovecut gewechselt. Also jetzt in der 12er /Version findet man Cyrus nur noch in den Server Repositories, nicht mehr in den Standard Repositories. Also die sind auf Dovecut gewechselt, weil halt das Problem ist, dass viele alte IMAP-Clients halt oder Server halt, naja, die sind halt schon alt und man maintaint die halt nicht mehr so gern. Es sind zwar noch einige in Entwicklung und auch noch unter Maintenance, aber ich erwarte nicht, dass es da vielleicht irgendwann mal nächstes Mal größere Releases noch gibt. Und Dovecut steht halt gerade immer noch in Entwicklung und da ist gerade eine aktive Community dahinter, deswegen. Dovecut hat sich auch irgendwie auf die Fahnen geschrieben, dass sie halt möglichst sicher sein möchten. Ne? Also das kommt aber in der Default auch in einer relativ unsicheren Config. Aber na gut. Für Dovecut sieht es halt eben so aus. Same shit, SSL anschalten, SSLv3 ausschalten, SSLv2 ausschalten, irgendwie da seine DH-Parameter längst angeben, keine Compression, dann seine eigene Zertifikate reinwerfen und halt noch eine Cipher-List. Das war's. Und dann gibt's aber noch ein was ein bisschen doof ist. Dies zeige ich euch gleich mal. Na, okay, dann ziehe ich es noch so. Ups. So, genau. Folgendes. Genau. Wenn ihr nämlich einfach mal auf den Mail-Server drauf geht, ohne Krypto, ja, dann sagt euch normalerweise der IMAP, was er so an Capabilities hat. Ja, also was er kann. Das ist die Zeile da oben. Ich kann IMAP V4 sprechen. Ich kann solche Sachen da machen und ich kann Start-TLS. Ja? Und in dem Moment solltet ihr eigentlich Start-TLS sagen. Ab dem Moment. Das Problem ist, das kommt per Plaintext drüber und das kann ich wegfiltern. Ja? Und dann macht er Fallback auf normale Authentifikation und ich kann euer Passwort mitlesen. Deswegen ganz wichtig, da hinten, ihr seht es, Login disabled. Das heißt, solange ihr kein Start-TLS macht, erlaubt ihr euch kein Login. Ja? Da gibt es noch eine Option im Dovecut, die man auch explizit erst einschalten muss. Also der Default-Wert ist, glaube ich, true, aber man muss es auf ja, wirklich, ich will nur das Krypto haben, sonst nichts. Ja, das ist, glaube ich, irgendwie, den Wert habe ich jetzt vergessen, aber ich werde es dann nochmal auf die Bemerkungen von der Seite schreiben, dann irgendwo die Folien auch zu finden sind. Genau, dann machen wir hier noch Punkt Logout. Genau.
Ja, wenn natürlich der Client der Meinung ist, boah, er sieht kein Start-TLS und versucht trotzdem aus und schickt das Passwort, dann eigentlich die Default-Konfiguration ist, sagt, wenn er halt liest Login disabled, sollte der Client eigentlich sagen, okay, ich probiere es erst gar nicht. Es gibt aber ein paar kaputte Clients, die es dann halt trotzdem probieren. Ja. Wenn ich Start-TLS wegfiltern kann, kann ich ja das Login disabled auch wegfiltern, oder? Genau, das ist nicht das Problem. Wenn ich das Start-TLS wegfiltern kann, kann ich das Login disabled auch wegfiltern. Also das ist halt eben sinnvoll, deswegen sollte man, sagt er halt, der DarfCat wirklich, er baut keine Verbindung auf, wenn da nicht irgendwie danach ein Start-TLS kommt. Also da versucht dann halt der DarfCat zu sagen, nee, vergiss es. Und sagt dann doch Connection closed. Ja, also da reagiert der Server Gott sei Dank sinnvoll. Das hatten wir nämlich in Vergangenheit schon, ich glaube bei der Telekom oder bei Vodafone oder O2. Irgendeine Provider kam es mal zu genau dem Problem, dass ein Feature eingeschalten wurde und genau die halt aus allen Verbindungen Start-TLS weggefiltert haben. Das war, glaube ich, vor ein paar Jahren mal, aber es wurde, ich stand noch auf Heise und so weiter, ich glaube, es wurde mittlerweile gefixt, aber es, ja, überschrieben, ne? Irgendwas war da. Deswegen besser nochmal nachgucken und dann auch den Server so absichern, dass er eigentlich gar keine unverschlüsselten Verbindungen mehr zulässt. Ja? Dann passiert das auch nicht, dass man aus Versehen mal so ein Start-TLS überschreibt durch nichts. Gut. Wir haben noch einen Java laufen. Ich möchte hier auch nochmal aufrufen. Es gibt im Java CCC.de, aber die sagen das ja auch. Bitte installiert euch selber einen eigenen Java und dezentralisiert eure Infrastruktur. Also wer das irgendwie kann, der soll das bitte tun. Bin ich auch ein großer Fan davon. Solange die ja miteinander untereinander ja, verschlüsselt reden, ist es ja ganz in Ordnung. Und wenn dann halt Java CCC.de mal wieder weg ist, dann ist es nicht ganz so schlimm, weil man hat ja seinen eigenen. Ne? So, ich setze dann eJabberD ein, weil der halt von der Feature-Liste und was halt so alles kann mit das so, ja, schon irgendwie das Beste mit auf dem Markt ist. Es gibt noch andere, aber wir haben halt damals ein eJabberD gewählt und sind dabei geblieben. Ja, also, da sieht es dann ähnlich aus, also Konfiguration. Die entsprechende Cypher-List habe ich mir jetzt, glaube ich, auch nochmal gespart. Ja. Also die kann man auch angeben. Genau, da bei Cyphers in den Klammern, da steht die dann und dann ist gut. Bei Java gibt es zwei Sachen, auf die man achten muss. Das eine ist halt irgendwie Clients, die auf den Java-Server connecten, sollten SSL sprechen. Und das ist nämlich der Port 5222 in Default, das ist das entsprechende Client-to-Server-Modul. Und da kann man das eben alles eintragen. Und es gibt noch den Port 5269, das ist das Server-to-Server-Protokoll. Das heißt, da möchtest du normalerweise auch nicht, dass andere Server dann irgendwie keine Krypto mit dir reden. Weil das ist zwar toll, dass du dann zu deinem Client, zu deinem Server dann halt irgendwie das, was du nicht so über die Leitung blasen willst, zwar verschlüsselt hinschickst, aber dann halt von deinem Server ist aus unencrypted halt zu deinem Empfängerserver geht. Ne, das macht irgendwie nicht viel Sinn. Also, weil ab da ist es dann halt wieder unverschlüsselt. Und blöd. Deswegen Server-to-Server-Connections auch bitte verschlüsseln. Jeder modernere Java-Server kann das in der Regel. Wenn nicht, dann will ich auch nicht mit ihm reden. Also so sehe ich das halt. Ich war schon teilweise am Überlegen, ob ich ihn auch nicht bei unseren E-Mail-Sachen komplett abschalte, ne? Also, dass nur noch Leute, die per SSL bei mir auftauchen, mit mir reden dürfen. Die großen Webmailer und so weiter, also Google, GMX, also ganze United Internet und so weiter, die tun das. Posteo und was es halt noch alles gibt, die tun das auch. Also die reden Google sowieso und mit den anderen will ich eigentlich nicht so richtig reden. Yahoo tut's mittlerweile auch, also es tut sich was, aber dann man kriegt also weniger Spam, wenn man nur noch auf SSL hört. Also weil halt viele Standard Windows, ich baue mal irgendwie SMTP-Port auf und schicke darüber Spam, machen halt kein SSL. Also die kriegt man damit los. Nachteil ist, dass aber viele Shops, bei denen man irgendwas noch einkauft, so eigentlich freie Shops oder sowas, die haben meistens irgendein Mail-System drunter, das das halt noch nicht kann. Und dann kriegt man halt seine Bestellbestätigung nicht.
oder Status oder irgendwas. Das ist natürlich blöd. Also bei Mail bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob ich es halt wirklich abdrehe. Ja. Bei den Dependent Params muss man müssen auch gucken, aktuelles Java kann nicht größer als... Ja, komme ich gleich drauf. Ah. Genau, also die Frage war halt, dass wir eben Diffie-Hellman-Parameter mit Java noch ein bisschen Probleme haben. Die aktuelle 8er-Version kann, glaube ich, nur bis 2048 Bit DH sprechen. Und wenn man da natürlich irgendwie, was weiß ich, ein Mail-System drunter hat, das da irgendwie Java benutzt, dann, ja gut, wer benutzt Java? Andere Sache ist Enterprise und dann kommen da halt auch keine Mails an. Blöd. Genau, so. Ja, wir haben noch einen eigenen IRC-Server bei uns laufen. Wir haben irgendwie bei uns im Channel sind irgendwie sowas um die 60, 65 Leute. Und das sind eigentlich Leute, mit denen wir, die wir alle kennen. Und deswegen möchten wir da auch irgendwie mit den Leuten reden. Und dann sollten natürlich auch nur Leute per SSL connecten und gut ist. Nachteil an IRC ist natürlich, ich kann die Clients nicht kontrollieren. Das heißt, wenn jemand natürlich einen Log vom Chat macht und es als Textfile bei ihm auf der Platte speichert und die wird halt mitgenommen, dann bringt mir das natürlich auch nichts. Ja? Aber mittlerweile gibt es auch so hübsche Plugins wie UTR für IRC. Das geht auch. Also es gibt ein IRC-OTR-Plugin und ich glaube, WeChat kann es mittlerweile auch. Und alles andere sind für mich jetzt keine direkten IRC-Klienten, finde ich. Aber eine persönliche Einstellung. Wie macht man IRC? Da kann man irgendwie komisch wenig einstellen. Eigentlich sagt man nur, da ist eine Cipher-List und da ist mein Zertifikat und allem drum und dran. SSLv2 und SSLv3 abdrehen geht irgendwie nicht. Aber die entsprechenden Attacken, die ja darauf aufbauen, die funktionieren ja so, dass sie sehr viele Requests schicken, um dann halt irgendwie Dinge rauszufinden und dann wieder auch abbauen. Beim IRC ist es allerdings so, wenn jemand mit vielen Requests pro Sekunde kommt und die wieder abbaut, sagt der IRC-Server, du hast sie wohl nicht mal alle, verpiss dich. Ja, also da funktioniert die Attacke einfach vom IRC-Protokoll her nicht. Ja, ist nicht wie der Apache, der halt irgendwie darauf ausgelegt wird, viele Requests aufzunehmen, die kurz was Daten auszutauschen und wieder abzubauen, sondern beim IRC ist man darauf aufgesetzt, dass er baut eine Verbindung auf und die ist dann da und der bleibt dann auch da und disconnectet nicht alle 20.000 Mal pro Sekunde. Weil dann ist es halt in Flat und dann macht der IRC-Server einfach. Also, deswegen funktionieren die Attacken da dann auch nicht so richtig. Weil das habe ich mir auch gedacht, wieso kann ich da das SSL V2 und V3 nicht abdrehen? Ja, also, und da diese entsprechenden Downsize-Attacken dann eben abwehren. Dann ist mir aufgefallen, das muss ich gar nicht. Ja, weil einfach das IRC-Protokoll so ist. Gut. Anmerkungen. Und wo habe ich den ganzen Krams her? Und was muss ich noch so tun? Ja? Also, das hatten wir erst, weil ich habe den Talk erst vor ein paar Wochen gehalten und da kam nämlich genau die Ankündigung raus, dass du sollst dann wieder dein OpenSSL mal wieder updaten. Haben wir dann auch hoffentlich alle gemacht. Ja? Also, ist auch passiert. Also, war aber dann im Nachhinein, glaube ich, doch jetzt nicht so schlimm. Es war nur rot und nicht tiefrot. Aber ja, es war nicht critical, ne? Es war irgendwie nur high. Boah. Ja. Aber wir hatten ja nochmal diese Cipher-Liste, die ich da irgendwo von Better Crypto geklaut habe. Und meine. Und ich wollte jetzt einfach mal wissen, was ist so der Diff zwischen den beiden? Ne? Welche Cipher fliegen raus, welche Cipher kommen rein? That's the answer. So, also die von Better Crypto kommen diese ganzen Grünen dazu und die Roten fliegen raus. Also ihr habt dann eine größere Cipher-List-Unterstützung, ja? Vor allem halt irgendwie RSA, WIF, AES, CPC und so weiter und halt irgendwie so diese GCM und so weiter und ich glaube letzte Woche war das. Da hat der Hanno Berg und der Aaron Zauner haben dann irgendwie gemeint, wir haben da so ein Paper und naja, GCM ist irgendwie angreifbar. Also, gut, dass ich die, glaube ich, nicht drin habe. Also, weiß nicht, war halt irgendwie Zufall. Ich weiß auch nicht genau, wie stark der Impact da im Moment ist. Ich bin noch nicht dazu gekommen, das Paper zu lesen. Aber es geht halt darum, dass man halt irgendwie beim Verbindungsaufbau halt entsprechende Daten wieder eventuell rausfindet und dann ist es halt gebrochen. Ja.
Weil eben, glaube ich, von der RFC nicht genau definiert wurde, wie du diese Nonces, die man braucht, am Anfang generiert. Die sollten halt irgendwie random sein, haben sich aber irgendwie nicht gesagt, wie genau die random sein müssen. Und dann haben halt Leute einfach, naja, kann es schon mal vorkommen, dass das gleiche Nonce wieder vorkommt. Und das ist blöd. Ja, genau, number only used once, aber die Nummer tauchen halt dann irgendwie doppelt auf, ne? Also, blöd. Kann man das Paper nachlesen. So, ich wollte noch ein paar Sachen dann jetzt auch auf der Kommandozeile zeigen. Deswegen geht jetzt erstmal hier mein genereller Dank an euch, das Publikum, die da waren und sich das mein Geschmarri natürlich jetzt hier aufgehalten haben. Ja. Und auch vor allem aber auf die GPN-Organisatoren. Das Foto ist 10 Jahre alt. So lange bin ich jetzt schon auf der GPN. Und das war die GPN 5. Ja, also, das Foto habe ich von Squelcher geklaut. Und 10 Jahre GPN ist saugeil. Also danke an die GPN-Orga. Und da habe ich noch so die entsprechenden Daten her. Ja? Also bei der Crypto.org, da muss ich auch ein großes Danke an die freiwilligen Autoren sagen, die sich da hinsetzen und pro Service einen Artikel schreiben, warum du das so und so einrichten musst. Ne? Also schon echt gut. Wenn ihr da Ahnung davon habt, schreibt da mit, kann ich nur aufrufen. Das ganze Zeug, die Dokumentation liegt auf GitHub auch rum, könnt ihr dann einfach einen Fork machen oder halt eben einen Pull-Request und dann bauen die das in das Dokument mit ein. Also echt coole Sache. SSL-Apps natürlich, weil benutzt man ja gern und securityheaders.io für diese ganzen neuen hübschen Security-Header-Sachen und da gerade eben Scott Helme, der halt diese Webseite mitprogrammiert hat und auch ein bisschen erklärt, was diese Security-Headers machen. So, das war's. Ja, SSL-Apps und so weiter ist cool, weil ich zeige noch kurz was auf der Kommandozeile und dann komme ich auf Fragen. Aber das Problem ist, wie kriegt man eigentlich jetzt, ich meine, SSL-Apps scannt halt nur HTTPS. Ja? Das heißt, wie kriege ich jetzt zum Beispiel so eine Cipher-List von Services zum Beispiel wie IMAP oder sowas? Und da brauche ich mal schnell mein Terminal, das ich jetzt natürlich wieder zugemacht habe, sehr clever. Und da gibt es ein hübsches Programm, das heißt SSL-Scan. Es ist in Python geschrieben und failed. Und da kann ich einfach mal gucken. Und dann einfach, was ist das 465? Ich hoffe, ich habe Netz. Ja. Genau. Und dann kriegt man eben da die entsprechenden Cipher, die dann funktionieren würden. Ja? Plus halt irgendwie noch das entsprechende Zertifikat. Also könnt ihr auch mal alle anderen Services, die irgendwie SSL sprechen, einfach mal durchscannen und gucken, ob soweit, wie das funktioniert. Ja? Also kann ich auch sehr empfehlen, das Tool. Und jetzt komme ich noch zu diesem SSL-Scan hier nochmal. Genau. So. Das ist, wenn man jetzt einfach mal da eine Domain eingibt, wie zum Beispiel, was habe ich jetzt eingegeben, unseren Webserver, da kriegt man eben A+, und dann kann man sich das auch mal im genaueren Details angucken. Da schneidet er ein bisschen was ab, naja, egal. Kann nur so durchtappen. Genau, da kriegt man so ein Rating, was bedeutet, also wie stark das Zertifikat ist, welchen Protokollsupport man hat, Key Exchange und so weiter. Und da kommt irgendwie das Zertifikat, aber das, was interessant ist, also das ist jetzt mittlerweile auch Let's Encrypt. Da wird halt irgendwie gesagt, was für Protokoll, wie man spricht. Da sieht man, naja, okay, wir sprechen TLS, aber kein altes SSL mehr. Und hier kommt praktisch auch dann, welche Cipher-Suiten ich unterstütze. Ne? Also das ist, so kann man das auch nochmal scannen, vor allem mit welchen Diffie-Hellman-Parametern und so weiter. Kriegt man alles mit und ob man auch irgendwie Forward Security macht, also dieses, dazu braucht man die ja. So, was ich total toll finde, ist, diese Option hier, dass man halt eben sieht von wegen, was für Geräte können denn mit den aktuellen SSL-Einstellungen noch auf die Webseite zugreifen und welchen Cipher würden sie verwenden. Und dann sieht man halt, okay, tatsächlich Android 237 kann noch unsere Webseite besuchen.
Das klappt noch, aber weiter unten zum Beispiel, also IE6 auf XP hat keine Chance mehr. Ja? Genauso ist gleich mit dem IE8. Das wird nicht funktionieren. Und da hatten wir auch dieses Problem, ne, mit Java 6 und Java 7 können keine Diffie-Hellman-Parameter größer 1024 Bit. Das funktioniert dann halt auch nicht. Würden aber dann halt irgendwie versuchen, über einen anderen Cipher noch drauf zu greifen, wenn es geht. Java 8 kann TLS 1.2, glaube ich, auch erst ab Update 31. Und dies und das. Also sieht eigentlich ganz gut aus. So können im Moment eigentlich fast alle, bis halt wirklich alte Kisten, eigentlich noch auf unsere Webseiten und da irgendwie sinnvoll SSL sprechen. Genau, unten kriegt man noch ein bisschen so Statistik, ob man irgendwie gegen Heartbleed und Poodle-Attacke irgendwie geschützt ist. Also wer das Tool noch nicht kennt, sollte es mal ausprobieren. Es gibt viel, viel interessante Sachen. Und ich habe auch mal die Webseite von klar.de, das ist die Webseite vom Ralf, mal angeguckt, weil der unterstützt nämlich nur einen Cipher. Und das Coole ist, der hat eine höhere Cipher-Strength. Also wenn man das mal vergleicht. Ich habe da irgendwie sowas wie 90 und er hat da irgendwas so von 100. Dachte ich mir, oh mein Gott, was benutzt er da eigentlich? Und das habe ich natürlich dann versucht mal rauszufinden, was er so an Cyphers benutzt. Den da. Und zwar nur den. Okay, der ist sicher, aber es hat nicht sehr viel Auswahl. Na, wenn der halt irgendwie broken ist, dann ja, auch blöd. Ne? Okay, aber Android 2.3 kann nicht mehr drauf. Ne? Dann irgendwie, okay, das und die üblichen halt IE6, IE8 und das ganze Java-Gramsel. Aber auch das ganze alte OpenSSL kann nicht mehr. Also, aber das ist halt leider noch bei vielen Leuten im Einsatz. Ja, also gerade bei den, das ist so diese ganzen Red Hat-Server, ne, SUSE-Server, die sind Debian auch teilweise noch. Also ich glaube jetzt, ich glaube ab Wheezy nicht mehr, aber Old Stable natürlich. Wo läuft denn noch Old Stable? Überall. Ich kenne noch so viele Kisten, die noch Old Stable laufen. Naja, gut. Kann man machen. Ja. Aber ich habe halt noch ein paar andere Beispiele. Also cccde ist auch okay. Ne? Funktioniert. Aber Events cccde sieht schon ein bisschen anders aus. Also die verwenden jetzt auch mittlerweile diese Header. Ich glaube, das liegt aber daran, dass das WordPress mittlerweile drunter selber macht. Also es ist manche Content-Management-Systeme sind schon hergegangen und schicken die Header auch mittlerweile, bevor sie die eigentliche Webseite schicken. Und da kann man die ja mit einbauen. Ja, also clever. Ist okay. Macht aber halt irgendwie noch so ein paar andere Sachen halt nicht an. Deswegen gibt es ja nur ein C-Rating. Ups, das wollte ich nicht. So, das hier. Ccc.de macht gar nichts. Ja, auch nicht auf HTTPS. Ja, so sollte es eigentlich zumindest für HTTP aussehen. Und so sieht es halt eigentlich für HTTPS aus. Und da habe ich halt eben, wie schon gesagt, dieses Public Key Pinning habe ich einfach nicht eingeschaltet, weil das ist mir jetzt irgendwie zu aufwendig und das bringt meiner Meinung nach nicht viel. Gut. Jetzt Fragen. Ja, also die Frage war, gibt es Test-Tools, die Start-TLS unterstützen? Ja, und zwar ist das Tool OpenSSL. Meine Dinge, die dann auch mehrere Cyphers durchtesten, ja, automatisch. Du kannst, also ich meine, dieses, was macht denn das SSL-Scan? Das macht ja auch nichts anderes als OpenSSL aufrufen mit entsprechenden Parametern, probier doch mal den und den Cypher. Im Prinzip musst du es dir halt selber skripten, aber oder halt den Code von SSL-Scan angucken und dann halt einfach copy-pasten und dann nur Start-TLS drauf implementieren. Also sollte genauso funktionieren. Ich habe SSL-Scan mal ausprobiert und das konnte irgendwie dann nur Legacy-IP. Ja. Das war dann auch ein Blocker.
Ja. Aber wie schon gesagt, du kannst halt einfach auch OpenSSL sagen, hier, diese Cipher-List habe ich, probiere die mal durch und gib einen Report. Das geht auch. Also OpenSSL kann das direkt selbst. Also das ist halt die Hardcore-Variante, weil man halt einen Fehl-Debug-Output noch kriegt, aber da kann man dann entsprechend ja irgendwie drauf grappen. Jo. Andere Fragen noch? Gibt es irgendeinen Grund, überhaupt HTTP zu erlauben? Ja. Ja, also die Frage war, gibt es noch einen Grund, HTTP zu erlauben? Ja, den gibt es. Meiner Meinung nach, die erste Antwort dazu ist, du brauchst es für Let's Encrypt. Weil der fragt nämlich zur Domain-Authentifizierung dementsprechend HTTP deine Domain ab. aber ansonsten, wenn es jetzt irgendwie nur eine Webseite ist, wo drauf steht von wegen, boah, ich möchte da mal wissen, wo es ist, reicht HTTPS, HTTP. Also solange keine sensitive Information oder sowas wichtig ist oder jemand sich einloggt und es nur Static Content ist, wo irgendwas steht. Man könnte natürlich jetzt sagen, okay, wenn da jetzt jemand mithorcht, dann könnte man sehen, wer die Webseiten aufruft und welche URLs und allem drum und dran drunter, so dass man generell HTTPS immer machen sollte, damit er doch nicht sieht, was, wenn ich die Webseite, wenn ich die Webseite aufrufe, was generell aufgerufen wird auf der Webseite. Aber ich persönlich sehe es halt so, es geht noch. Du hast auch manchmal irgendwie, kommst du in Situationen, wo HTTPS auch einfach nicht geht. Ja, also ich kenne da zum Beispiel so Flughafen-WLANs, die halt dann gerade eben ein SSL-Proxy dazwischen haben oder halt eben die Great Chinese Firewall, die manchmal welche Webseiten auf HTTPS blockiert, aber auf HTTP nicht. Und wenn es halt nur darum geht, mal irgendeine Adresse oder irgendwas schnell nachzugucken, Text, kommt man halt da zumindest noch hin. Generell bin ich eigentlich auch eher dafür, alles SSL zu machen, aber klappt noch nicht ganz. Da müssen wir noch ein wenig dran arbeiten. Yep. Ja, ansonsten sage ich nochmal danke fürs Zuhören. Und ich bin noch draußen. Wir können auch gerne noch ein Bierchen trinken und dann irgendwie diskutieren. Ansonsten schaut euch den Talk von Yves nochmal an. Jupp. Yep.